In der Arktis fallen ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf ihr Territorium. Ihre Willkommen in Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms. Sie sind nun autorisiert, die Arktisregion zu betreten und auf die dortigen seltenen Ressourcen zuzugreifen. Ihre Aktionen in diesem Gebiet werden von den Arctic Custodians überwacht. Sie kontrollieren auch die Klimastabilisatoren, die die arktische Eisschicht erhalten und so das Wetter stabilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Es ist die Klimastabilisatorentechnologie der Arctic Custodians, die hier die Temperaturen unter Null hält. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arctic Custodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unserer Richtlinien halten. Das Ökosystem der Arktis ist sehr fragil. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen gut miteinander aus. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Nicht gerade ein herzliches Willkommen, aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Wir brauchen arktische Ressourcen für den Raketenbau, daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. Gründen Sie Ihren neuen Standort, wo Sie wollen. Alle Inseln bieten gute Konditionen. Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben. Mit dem Erwerb dieser Insel haben Sie auch die Schirfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden Sie von jetzt an mit Argusaugen überwachen. Ihre Vorgaben sind streng, aber beim Aufbau Ihrer Infrastruktur sollten Sie sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Hallo, ich habe die Orbitalstation für Ihre Ankunft vorbereitet. Die Expansion kann beginnen, sobald Sie bereit sind. Bitte bereiten Sie sich vor, an Bord zu gehen. Willkommen auf der Orbitalstation Ihrer Firma. Es steht Ihnen frei, sie auszubauen, um wissenschaftliche Forschung zu betreiben, die nur in der Schwerelosigkeit möglich ist. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich stehe Ihnen für Ratschläge zur Verfügung. Beachten Sie, die Station kann für verschiedene Arten von Forschungen erweitert werden. Weiteres Eingreifen nötig. Arbeitsbedingungen erfüllt. Forschung jetzt möglich. Nachfolgeprozess begonnen. Bei Erinnerungslücken konsultieren. Ich muss sagen, hier finden Sie einen Überblick über alle Orbitalforschungen. Bitte wählen Sie die Forschungsprojekte, die Sie in Auftrag geben wollen. Nachfolgeprozess begonnen.
Also, das ist eine nette Überraschung. Was möchten Sie von mir? Nächstes Astronautenteam trifft ein. Bauoptionen erweitert. Einfluss erreicht neue Stufe. Also, wie kann ich behilflich sein? Studien zeigen, dass Prokrastination... Yo, tut mir leid, dass dir meine Kollegen die kalte Schulter zeigen. Wille Jorgensen, schön dich kennenzulernen. Ich führe hier einen Handelsposten, aber das Geschäft... Ach, komm doch mal vorbei, ja? Bitte. Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden.
habe in meinem Leben noch keinen echten Fisch gegessen. Nur in den Polarregionen gibt es noch so viele, dass man Fischerei betreiben kann. Gut, Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen Ihren Raumhafen weiter ausbauen, innerhalb vernünftiger Grenzen. Tja, und genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Union. Sie müssen Ihren Raumhafen mit eigenen Docks ausstatten. Achtung! Zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen.